Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Raymans mit Minikabin. Ich habe die Nacht hier gut überstanden. Ist ein bisschen fröstig gewesen, aber alles schnicke. So, warte mal, ich mach den mal aus. Ja, nehme ich mit. Ich habe Inventar schon ein bisschen hier Bambule gemacht. Ich habe ein paar Steinpfeile hergestellt. Ja, und ich habe den Rest, was ich wirklich nie brauche, weggeschmissen. So einfach ist es. Schnell sortiert. Mir ist nebenbei aufgefallen, ich habe noch ja keine Weste. Das ist kein Problem. Eine Weste kann ich hier machen, habe ich schon nachgeschaut. Brauche ich bloß Stoff, den ich schon entsorgt hatte. Naja. Beim nächsten Mal. So, irgendwo muss ich doch hier hinkommen. Das kann doch nicht. Was ist denn das da hinten? Da hinten ist doch irgendwas. Da. Solarpanel oder was soll denn das sein? Die kicken wir uns mal an. Aber da hätten wir doch schon vorbeikommen müssen. Weil schließlich ist da eine Straße. Und da oben ist auch noch was. Da, seht ihr? Das kicken wir uns auch noch mal an, weil der Berg ziemlich hoch ist und flach. Ist das vielleicht noch eine Höhle? So eine Base? Kicken wir uns mal an. Also erstmal dahin und dann da hoch. Bin ich immer gespannt. Aber hier sind wir doch schon lang gelaufen, oder? Das hätte uns so auffallen müssen. Ja, okay. Ich sag lieber es nicht. Ja, okay, wenn du von oben runter gucken tust, hast. Ach, jetzt, alles klar. Gut. Das war einfach bloß ein Gebäude, was noch nie so richtig dargestellt worden ist. Aber was ist das für ein Gebäude? Es ist eine Tankstelle, glaube ich, ne? Es sieht aus wie die Tankstelle. Ist es die Tankstelle? Könnte sein. Geh mal kurz hier rum. Wir sind nämlich, glaube ich, von da immer gekommen und dann darüber. Ist durchaus möglich. Von da gekommen. Ach, ja doch, wir können von da. Ja doch. Wahrscheinlich sind wir von hier gekommen und dann darüber. Aber da oben kann ich mich nicht erinnern, dass wir schon Richtung Bergmeier geschaut haben. Was das ist. Können wir ja gleich mal machen. Und da führt auch ein. Da siehst du, da ist ein Schild. Der zeigt auch in diese Richtung rin. Radio Activity und rucke die zucke die Bums. Ich wollte gerade ein bisschen Wort sagen mit Ingo. Zum Glück haben wir den noch nie hier gesehen, meinte ich. Also sprich ich den Namen, den man nicht nennen darf. Ihr. Ah, hier sind wieder Fässer. Ey, lass mir durch. Auf jeden Fall war hier oben irgendwas. Irgendwas. Also irgendwas hat so gefunkelt. Und wenn was funkelt, bin ich wie eine Elster. Muss ich hin. Das Spiel bitte. Mach jetzt keine Witze. Da. Da ist Water. Das ist alles oder was? Nee. Und Dingo ist sein Name. Diesmal nicht. Nehme ich alle mit. Alle mir. Ah, ist doch irgendwas. Da ist. Da ist was. Da ist auch ein Dude.
Hier war auf keinen Fall. Das werden wir uns mal näher angucken, den Stollen. Ist mir egal. Okay, das ist mir dann doch nicht egal. Hier ist ein bisschen Strahlung. Ein bisschen blitzi, blitzi. Bis jetzt ist das alles im grünen Bereich. Oh, jetzt muss meine Nase anzujucken. Der Anfang zu jucken. Nee, das ist nur so da. Nischt, nischt. Ich hoffe nicht, dass es durchgehend hier strahlungstechnischerweise ist. Wahrscheinlich schon, ne? Du willst mich verarschen, oder? Das ist alles? Den ganzen Aufriss hierfür? Jolo, kann ich das kaputt machen? Ist da hier? Pass auf, Dynamit. Boom. Nee, kann ich auch nie einsacken. Ist alles Murks. Ich hatte Erwartungen. Diese Enttäuschung. Moment mal, da geht es ja. Denn hier? Was haben wir denn da? Noch mehr Enttäuschung. Na gut. Nicht ganz. Ist was Neues, was Interessantes. Schade, dass ich hier nichts looten kann. Das ist schade. Na gut. Nächstes Ding abgehakt. Gut, das habe ich jetzt nicht gesehen. Cool. Aber wie geil ist denn sowas? Ist jetzt nicht das Loot technischerweise, was ich mir erhofft habe? Aber ist schon... Das hat schon was. Und warum wird das jetzt auf einmal neblig? Versuchen wir an den... Das sind jetzt wir. Irgendwie dran vorbei zu huschen? Husch, 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 husch. Da kommt nie hoch. Bestimmt habe ich schon wieder was übersehen. Aber ich habe da reingeguckt, da war doch nichts mehr. Das ist genauso wie der Bunker. Er ist da. Er ist einfach nur da. Zur Unterhaltung. Naja, gut, war es. War interessant. Man hätte nur was drin packen müssen. Dass sich das auch lohnen tut. Aber hey, ich nehme das, was ich kriege. Und wenn es bloß die Erregung ist. Im Nachhinein hört sich das schwierig an. So, wo sind wir hier? Ist hier noch irgendwas? Kleben, Moment. Oh, Frosch. Ja, ich sollte mal kurz was trinken. Ich habe mir nämlich was zum Trinken hingestellt. Ich konnte bloß nichts davon trinken, weil nämlich das Mikrofon davor steht. Ihr seht, perfekte genau ditte. Genau das wollte ich gerade sagen. Mir gerade nicht einfallen tut. Planung, Mensch. Die perfekte Planung. So, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Alter, Wetterbericht, Alter. Total Arsch. Jetzt heißt es nicht mehr mit die Wetter oder Regen oder sonst irgendwas. Wieso? Es ist doch hier gerade. Nee, jetzt ist die Sonne da. Scheiße. Shit.
Wir haben nämlich jetzt das geändert. Wir haben heute wohl wieder 34 Grad. Na toll. Na, ich würde mal sagen, Ente Trente will er, wa? Komm, wir gucken mal da hinten nochmal nach. Vielleicht ist ja hier irgendwo noch was. Also, wie gesagt, es sind hier ein paar Sachen hinzugefügt worden. Oder ein paar Sachen haben wir erst jetzt gefunden. Aber die sind noch ziemlich leer. Da fehlt noch ein bisschen was. Dass du sagen tust, oh, da muss ich jetzt rin. Da riskiere ich gerne mein Leben. Naja. Ist noch nicht so doll. Aber wie gesagt, das ist ja eine Person und das ist ja alle Tiere, aber ganz am Anfang. Und wie gesagt, der kloppt ja Updates raus, da kriegt das noch nicht mal mit. Die sind denn einfach da. Was ist das denn da? Ich glaube, das ist bloß Textur, ne? Ich glaube, das ist nur Textur. Hier mal ein bisschen am Strand, wa? Spring zwar nicht rin, aber wenigstens ein bisschen Wasser. Die. Vor allen Dingen, was soll die Textur? Die stechen immer so raus und machen kannst damit nichts. Und ich frage mich gerade, warum das Spiel jetzt hier anfängt zu. Ja, okay. Es ist warm. Es ist höllisch warm. Ich sag mal, die war es noch nicht. Da vorne, ist da überhaupt was? Ist denn hier nichts? Hm. Ja, wie gesagt, mir fehlt hier so ein bisschen Kleben mit. Alter, das geht überhaupt nicht. So, da bin ich wieder. Also mir fehlt hier ein bisschen der, wie gesagt, der Kick, wo du sagen tust, so, dass sich das lohnt tut. Bis jetzt habe ich in diesem Spiel das noch nicht so richtig. Mit der Burg und so, das ist ja alles schön und nett. Aber erstmal, der Loot, der wiederholt sich. Okay, er muss ihn ja erstmal einfügen. Die Zwischenpunkte, bis du was finden tust, ist dann doch ein bisschen groß. Und wie gesagt, das soll hier zwar wohl ein Vehikel geben, aber bis jetzt habe ich das noch nicht. Also ich habe zwar eine Komponente bekommen, aber... Ja, okay, vielleicht steckt mir einfach bloß so dämlich an. Ist auch die Möglichkeit. Na ja, gut, wie gesagt, wir haben schon eh zwei Stücke gefunden. Aber... Ich wünsche mir im Teil... Ist ein Ditte da? Jetzt bloß Textur. Ich wünsche mir ein bisschen mehr. So. Ist genauso hier die Türme da hinten. Die sind auch einfach bloß da. Die haben keinen Sinn. Nischt. Nicht, dass du da irgendwas aktivieren musst oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Alles. Jetzt fängt es schon wieder an zu regnen hier. Das ist alles noch nie so ganz. Wie gesagt, fertig. Also, ja, okay. Ist ja auch Early Access. Das kann noch nicht fertig sein, aber ein bisschen mehr. Doch, ein kleines bisschen mehr kann man schon erwarten. Ein ganz kleines bisschen mehr. Was ist hier unten? Mal lieber so. Sieht man nicht so dicht am Rand dran. Und viele zu viele lange. Loof wie hier. Wie gesagt, von Loot her ist zwar schön und gut, aber irgendwie wird es denn auch eintönig hier, was du bis jetzt finden tust. Vielleicht habe ich auch bloß Pech. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Wenn ich so höre, dass die, vor allen Dingen,
dass andere Personen hier eh mal kurz looten und dann das Glück haben, so 5, 6 Waffen zu finden. Und ich gehe hier so 2, aber ich bin stolz, dass ich sie habe. Zum Beispiel hier. Hier wird hingebaut. Schön großer Strand. Große Möglichkeiten. Eine Base. So ein Hafen. Würde sich doch hier anmachen. Wenn es ein paar Dudes hier drin hier stellt, sodass du eben halt eine gute Bewaffnung brauchst, um drin zu kommen, das würde sich doch hier gerade anmachen. So, und ich würde jetzt auch gerne mal probieren hier mit, aber ich traue mir das nicht. Wie gesagt, mir wurde gesagt, da hieß nie Gleidot mehr, aber ich habe Angst. Ich halte das für eine dumme Idee, also mache ich das auch nicht. Oh. Sonst hier scheint nichts zu sein mehr, wa? Na gut. Dann gehen wir mal da hinten weiter. Aber so langsam aber sicher. Gut, wir können jetzt, wie gesagt, ich muss ja nur rausfinden mit den Tinnen und so. Aber sonst. Ist hier denn niemand? Hier denkst du zum Beispiel schon wieder, hier könnte irgendwas sein. Und dann kommt sie um die Ecke und dann ist da nichts. Naja, wir sind ja hier, um das zu testen. Brauchen wir erstmal ein bisschen wieder Ausdauer. Was auch dumm ist, was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass hier 2, 3 Meter ist irgendwas und ich laufe da dran vorbei und krieg das nicht mit. Sowas soll ja auch passieren. Ist nicht. Nee. Nee, hier ist nichts. Also hier den Stollen von vorhin noch mal. Ich hätte da gedacht, dass da irgendwie noch extra Erze sind oder sonst irgendwas. Das hätte sie mir jetzt auch angemacht. Ist da irgendwie... Na gut, wäre aber auch blöd, weil... Erstmal musste den... Boah, Alter, Stimme, jetzt reicht es. Blöd ist es, dass du dann ständig dahin musst. Also müsste sich schon die eine Tour richtig lohnen. Und zweitens, wie gesagt, du hast keine Karte. Da musst du die Karte richtig, richtig auswendig kennen. Oh, da hinten ist ein Schild. Wofür? Ne? Sind wir jetzt in Kreis gelaufen? Ist das Schild hier von den Schrottplätzen? Kann doch ja nicht sein, oder? Da unten zum Beispiel. Da könnte irgendwie so ein angestrandetes U-Boot oder sonst irgendwas hin. So ein bisschen, wisst ihr, so ein bisschen so ein Atom-U-Boot. Da würde es sich nämlich dann auch anmachen mit der Strahlung. Wie ist das so? Kleine Sachen. Ja, ja. Oh, komm, wir gehen mal da hinten. Das muss ja irgendwas bedeuten. Aber ich glaube, wir sind wirklich im Kreis gelaufen und hier jetzt wieder zum Schrottplatz. So, jetzt habe ich doch eh keine Munition für. Wieso? Wo ist das Schild? Ist die Straße? Ah, ich glaube, wir sind wieder zurückgelaufen. Ja. Sieht so aus.
Oder wir laufen jetzt zurück. Das sieht eher so aus. Naja, wie gesagt, eine kleine Erkundungstour. Ganz umsonst war es ja auch nicht. Wir haben wieder zwei Sachen gefunden. Also ich habe sie gefunden, die ich noch nicht gesehen hatte. Ist ja auch nicht das Schlimmste. Ja, nur eben halt, wie gesagt, der Laufweg, das ist mir ein bisschen zu leer. Ach, da ist die City. Okay, gut, verstehe. Da ist die City. Da endet eh ne Haus. Ich glaube, da war der Blueprint, ne? Hab ich da schon. So, was ist mit denen? Das ist schlechter, aber da kann ich denn scrappen. Da müsste ich dann Stoff raus. Nee, da kriegt Leder raus. Schade. Stoff brauche ich. Ich brauche Stoff. Dann kann ich mir einen Panzer bauen. Also eine Rüstung. Also Brustpanzer. Oh, da ist ein Krankenwagen. Da könnte ich eventuell... Ach, ich komme jetzt von der anderen Seite drin, ne? Ich komme jetzt von der anderen Seite drin. Dann könnte vielleicht da Radioaktivitätspillen sein. In das andere Haus. Ich glaube, das ist auch da, wo ich da drin gerannt bin, schnell. Wo die zwei Sachen sind. Pass auf, und dann finde ich, ist das wirklich da? Dann kicke ich ruf und dann sind der Bunker und was wir eben gefunden haben. Und da ist nichts drin. So, sehe ich irgendwo ein Dingo? Sehe jetzt erstmal kein Dingo. Sehe auch keinen Dude. Und das ist gut. Wenn ich jetzt hier durchrenne. Dingo! Scheiß Dingo! Oh, Alter. Das ist echt schlimm, ist das da. Also mit der Performance, da müssen sie unbedingt was machen. Oh, Jens. Oh, Jens. Wir brauchen auf so Durchreise. Hab's mir gerade anders überlegt. Na du? Du bist eine tolle Hilfe, das sage ich dir. Machst du überhaupt was? Hier. Nimmt ihn! Die sind nicht dran interessiert. Guck mal. Drehen. Schießen. 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 Tot. Warum ich das nicht immer so? Ich verstehe das nicht. Guck mal, das mache ich jetzt clean. Nimm das. Was brauche ich jetzt? Ach, der brauche ich. Da muss ich aber noch ein bisschen farmen. Das ist der heilige Pfeil. Und weg ist er. Der ist so heilig, der hat sich gleich wegteleportiert. Tue ich mir nicht an. Danke für das Nichtstun. Oh, warte mal, ich war hier drinnen. Och nö. Der ist auch da. Da bin ich drin gerannt. Den nächsten. Ich muss mir alle nach und nach hier ranpulen. Hallo, komm mal hier rüber. Hey, hey, das ist unfair. Ich habe gerade. Ich war abgelenkt. Das geht so nicht. Oh, Alter, zwei gleich. Boah, Alter. Warum die, knüppeln gleich zu und ich muss hier Zielemann und Söhne. Hier siehst du, er fliegt und er kann sich teleportieren. Oh, warte mal. Jetzt laufe ich natürlich übertreten nach Hause. Oh.
Jo, nee, nee, kann's behalten. Warum habt ihr nie Munition mit bei? Das ist so eine Frechheit. Und jetzt renne ich da hinten runter und dann ist der weg. Ja, zum Glück bin ich ein bisschen vorbereitet. Ein kleines bisschen. Evil schicken, du bist schuld. Oh, es ist bloß weggerannt. Ich wollte gerade sagen. Ein Topf. Hier. Hast du dein Fleisch, Willa? Du bist so nicht Nutzer. Muss ich hier alles alleine machen? Und nochmal rennen. Jetzt ist er da. Na, du willst mich doch verarschen, oder? Ist das möglich? So, warte mal, krieg den hier irgendwie weggezogen. Ich muss den bloß hier wegkriegen. Wenn er interessiert ist, seht ihr, er ist interessiert und jetzt bin ich weg. Und ich hab noch so einen Dude. Lass mir in Ruhe. Du pelziert etwas. Genau, komm mit. Ich blute schon wieder. Oh? Nein! Oh, Alter, muss ich dir denn in den Arsch pieken? Hier bin ich. Hallo? Er ignoriert mich. Ja, jetzt habe ich die zwei Skorpione. Alter, willst du. Ich kurz sie fixen. Krass aus. Ich schiebe gleich einen Hass gegen Skorpione. Die grün leuchten und mir ans Leder wollen. Ist doch nicht euer Ernst. Und der Dude, der ignoriert mich. Alter, stirbst du mal? Das ist der Skorpion des Todes. Ich sage es euch. Mir meine Feinde wieder, du Penner. So, warte mal. Geh mal davon aus, dass ich die Axt nicht brauchen werde. Wo sind jetzt der Skorpion hin? Geh mir ab, Scotty, oder was? Alter, wehe, der taucht jetzt hinter mir auf. Würde ich ein bisschen ungehalten. Nein, so ist jetzt der Dude hin. Ich komm da nicht rein. Ich will da, ich muss. Moment. Wenn ich jetzt hier rinrenne, ist er jetzt interessiert? Oh, hier war das nicht, ne? Ich geh trotzdem mal kurz hier hoch. Nee. Oh, jetzt. Alter, warum sollte ich hier looten gehen? Das macht doch alles überhaupt keinen Sinn. Warte mal, echt? Zack. Oh, pass auf, jetzt steht er bei uns vor der Tür. Hallo? Was war denn das eben? Ich hab die Schnauze voll. Ich hau wieder ab, Dude. Bleib an der Tür stehen. Na, der hier bleibt bestimmt. Jetzt. Kommst du? Ich hol mir erstmal ein bisschen Ausdauer wieder. Nicht Ausdauer, sondern Radioaktivität muss runter. Ja, sie geht so ja runter. Und das wird natürlich Nacht. In der Wüste. Ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Weißt du was? Ich gehe wieder hoch und lock mich aus. Ich hab die Schnauze voll. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Bingo! Jetzt reicht es. Lass mir in Ruhe. Ein hässliches Etwas. Und schon wieder tun. Ich glaube, die sind eigentlich ja nicht aggressiv, sondern die werden ständig von diesen Huhn angestachelt. Glaube ich. Siehst du?
Das ist doch total aggressiv, das Huhn. Ich gehe jetzt da hoch. Versuch da jetzt mir... Moment mal. Genau, ich werde mir jetzt da oben irgendwie einen Platz suchen und werde mich auslocken. Und dann habe ich aber die Schnauze voll. Ich sage es euch. So. Ich mache mir schnell ein Feuer. Aber das ist für euch uninteressant. Also, bis denn, ich bin raus. Tschüss.